Sven Sören Christoffersen und sein zweiter Karriereweg. Praktisch über Nacht wurde der Vollblut-Handballer zum sportlichen Leiter der TSV Hannover-Burgdorf. Schwere Hüftprobleme zwangen ihn zu der Entscheidung, seine Handballschuhe an den Nagel zu hängen. Kein einfacher Schritt für den Rückraumspieler. Mir würde, glaube ich, das schmerzfreie Handballspielen fehlen. Und die Situation, letztes Jahr schon nicht mehr im Angriff auflaufen zu können, war schon so ein gefühlter Abschied auf Raten. Insofern war ich vom Kopf her vorbereitet darauf und musste diesen Verzicht auch schon so ein bisschen akzeptieren. Und deswegen fällt es mir aktuell nicht allzu schwer, diese Belastung, zumindest die tagtägliche Belastung, nicht mehr ausüben zu müssen. Leidenschaft mit Wissen verbinden. Diese Möglichkeit hat Smöre als TV-Experte beim ZDF und in seiner neuen Funktion als sportlicher Leiter der Recken. Ein zweites Standbein war für den gelernten Bankkaufmann schon immer ein wichtiges Thema. Mit seinem Geschäftsstellenteam hat Christoffersen die Zukunft seiner Recken fest im Blick. Ein Punkt, der uns auch zukünftig sehr interessieren wird, ist, dass wir einfach es schaffen, aus unserer eigenen Jugend wieder Spieler in den Kreis der ersten Mannschaft zu integrieren. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die wir auch in Kooperation mit unserem Jugendkoordinator Heidmar Felixson und auch Ika Romero, der die A-Jugend betreut, intensiv diskutieren. Wichtiger Bereich für uns. Und dann schaut man eben auch, ich glaube, es ist nicht überraschend, dass wir uns jetzt nicht um die Topstars bemühen auf dem Handballmarkt, aber man kann ja mal breit schauen und gucken, wer hätte das Potenzial, dort anzukommen. Seine von Erfolg gekrönte sportliche Karriere ist für den 33-Jährigen also nur im aktiven Sinne vorbei. Mit den Füchsen Berlin wurde er DHB-Pokalsieger. In Hannover führte er sein Team in die erweiterte Ligaspitze. Emotional versucht Smöre nun, den nötigen Abstand zu seiner aktiven Zeit zu gewinnen. Ich distanziere mich gerade noch so ein bisschen mental davon und versuche diese Momente alle nicht so vorzuholen. Ich erzähle immer von wegen, Abschied auf Raten. Und irgendwie bin ich auch mit mir und der Situation aktuell total im Reinen. Habe aber neulich gesehen, wie mein Sohn sich den Videoausschnitt ansah von meiner Verabschiedung. Das konnte ich nicht sehen. Also merke ich, dass da irgendwie schon noch auch was ist, was mir schwer fällt zu akzeptieren, beziehungsweise wo ich merke, ich wäre auch ganz gern auf der Gegenseite in einer anderen körperlichen Verfassung. Zielstrebig in allen Lebenslagen und ein Handballer durch und durch. Mit den Recken will Sven Sören Christoffersen in dieser Saison wieder für Furore sorgen. Also eigentlich alles wie immer, nur jetzt mit voller Power vom Spielfeldrand aus.